Hallo Leute, ja, willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. So, mein Inventar sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Ich werde nochmal eben mein ganzes Geld hier wieder in unser Sparschwein packen, damit wir da keine Probleme haben. Und ja, Dynamit haben wir noch ordentlich. Ich würde mal sagen, wir machen uns nochmal auf in die Corruption, versuchen es nochmal. Beim letzten Mal haben wir jetzt ein bisschen was in unserer Mine mal wieder getan. Das wurde ja auch mal wieder Zeit. Waren wir auch schon längere Zeit nicht mehr vorher. Und ja, die eine Sphäre, die wir jetzt schon fast freigelegt haben, die sollten wir doch zumindest nochmal bekommen, denke ich. Also, machen wir uns einfach gleich auf und hoffen einfach mal, dass wir nicht von allzu vielen Zombies hier auf dem Weg genervt werden. So, jetzt müssen wir erstmal hier über den Abgrund springen. Und nebenbei können wir mal wieder ein paar Sterne einsammeln, wenn wir sowieso schon unterwegs sind. Wie gesagt, wir haben momentan... Oh, jetzt bin ich in das Loch gefallen. Das kommt davon, wenn man irgendwie woanders hinguckt. 100 Mana haben wir schon. Ich weiß gar nicht, wie viel man maximal haben kann. Vielleicht 200 oder so. Lassen wir uns einfach überraschen. Wir sammeln auf jeden Fall weiter fleißig die Sterne ein. Und wenn sie irgendwann nichts mehr bringen, dann ist es eben so. Und ich falle ja dauernd in irgendwelche Löcher. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir da irgendwann mal auf dem Weg so viele Sachen abgebaut hatten. So, die Augen sind hier auch wieder am Start und kommen die ganze Zeit hinterher. So, das hätten wir auch erledigt. Eins kommt noch. Aber das hängen wir so langsam aber sicher ab. Oder? Ne, die sind sogar schneller als wir. Der holt wieder auf. Egal, wir gehen hier unten lang. Wow, jetzt hänge ich hier in einem Spinnweben. So, rüber mit uns. Da oben sind die Augen. Immer auf einer Höhe mit uns. Den Pilz nehme ich mal eben mit. Geht weg. So, und welcome to the Corruption. So schnell sind wir wieder in der Corruption. Und wir wissen es ja, nachts sind hier die Eater of Souls besonders fleißig unterwegs und machen einem das Leben zur Hölle. Ich höre auch schon wieder gleich den ersten Wurm, das kann doch nicht angehen. Habe ihn da hinten eben schon gesehen. Eieiei, das darf nicht wahr sein, da ist er. Warum mussten der gleich kommen? Das ist doch einfach ein bisschen übertrieben, aber wir haben ihn gleich schon erlegt. Also das war diesmal ein recht leichtes Spiel für uns. Und ich muss mal eben schauen. Genau. Ich nutze jetzt einfach mal diese Schnelltasten, die ihr mir ja auch schon in den Kommentaren mehr als nur einmal irgendwie vorgepredigt habt. Aha, liegt so weit weg, finde ich irgendwie. Das muss ich mir nochmal später in den Einstellungen, kann man das bestimmt ändern. Muss ich nochmal die Taste ändern, auf der wir einen Heiltrank nehmen. Weil ich finde, ob ich jetzt H drücke oder mit dem Mausrad irgendwie zum Trank scrolle, nimmt sich nicht so viel. Aber da kann man ja noch dran arbeiten. Da unten sehen wir schon wieder die Truhe von uns. Und hier vorne ist jetzt diese Sphäre, die wir uns das letzte Mal schnappen wollten. Allerdings dann auf mysteriöse Weise, sag ich einfach mal, wieder mal gestorben sind. So, wir werfen das Dynamit hier mal runter. Na, ob das reicht? Doch, hat gereicht. Sehr schön. Die Sphäre ist zwar nicht zerstört worden, aber ich glaube, die können wir auch mit dem Hammer kaputt machen. So. Eater of Worlds has awoken. Au. Shit, shit, shit. Okay, und ich weiß schon, dass wenn ich jetzt sterbe... Ja, toll, ich bin irgendwie hier mitten in ihm. Das ist ein Problem. Ich weiß, dass wenn ich jetzt sterbe, er weg ist, denn... Der kommt wohl immer nur in der Corruption wieder. Das wird ein Problem werden, denn wie viel... Ich muss mal gleich schauen, wie viel Lebensenergie der Gute überhaupt hat. Auf jeden Fall kann er nur in der Corruption leben. Und sobald ich dann sterbe, bin ich ja nicht mehr in der Corruption und der Typ wird... Ja, wieder despawned oder wie auch immer man das nennen will. Also der verschwindet dann wieder und jetzt habe ich natürlich ein Riesenproblem hier. Jetzt bin ich mitten in ihm drin. Meine Güte, wie lang ist denn der Körper von dem? Was ist das für ein Körper, Klaus, ey? Auf jeden Fall ist er hier irgendwo unter mir. Ich sehe... Ah, da. Wusste ich's doch. Schnell einen Heiltrank schlucken. Ich habe hier echt eine denkbar ungünstige Position. Wenn ich zumindest mal nach da oben käme.
Ja, ich glaube, das. Ne, das wird nichts. Ja, okay. Grants was torn in half by Eater of Worlds, Buddy. Gut, das habt ihr mir in den Kommentaren sogar schon geschrieben gehabt, glaube ich, dass ich den nicht schaffen werde. So. Sind wir wieder zu Hause? Wir haben immerhin die Sphäre kaputt gemacht. Und könnten ja mal schauen, was wir so an Items erbeuten konnten. Ah, Band of Star Power haben wir nochmal bekommen. Das hatten wir ja schon. Dann packe ich erstmal den ganzen anderen Krams in die ganzen Truhen rein, damit wir das Zeug los sind. Und ihr habt es mitbekommen, es ist, Eater of Worlds has been defeated. Ja, okay, genau, das ist die Sache. Jetzt ist er nämlich verschwunden und wir haben da nichts mehr von. Ich sortiere erstmal die ganzen Sachen ein. Die Mushrooms kommen hier hin, die Sterne kommen hier natürlich auch wieder rein. Die Wurmzähne hier, die Rotten Chunks haben wir doch auch schon ein paar. Oder habe ich die gerade schon reingepackt? Scheinbar. Linsen haben wir hier. Den Appstone-Block werde ich einfach mal verticken gleich. Ich weiß, ich kriege da kein Gold für, aber was soll's. Will die Dinger loswerden. So. Und dann verkaufen wir das eine Band natürlich auch noch. Weil, ja, was wollen wir mit zwei? Können wir ja nicht gebrauchen. So, der Händler hier gibt uns auch ein Gold sogar dafür. Besten Dank. Und genau, die Appstone-Blocks kann er bekommen. Haben wir zwar keinen Nutzen durch, aber wir haben schon wieder ein Gold bekommen, sehe ich gerade. Das heißt, nochmal eben zum Sparschwein rennen und das da reinpacken. Und dann könnten wir uns ja auf die Suche nach dem Meteoriten machen. Ihr seht, ich habe ja hier schon ein Stück von Meteoriten, das habe ich damals bekommen, als ich diesen Gastauftritt gemacht hatte bei dem anderen Let's Player Robin Andrea. Und jetzt haben wir natürlich selbst hier unseren Meteoriten bekommen. Und den suchen wir einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass er... Ich gehe einfach jetzt mal nach links, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob er da irgendwo gelandet ist. Sonst müssen wir halt wieder nach rechts gehen, Richtung Corruption wäre das ja wieder. Und wer weiß, nicht, dass der nachher hinter der Corruption gelandet ist, kann ja, glaube ich, durchaus der Fall sein. Wir wissen ja noch nicht, wie weit es da noch geht, in die andere Richtung. Oh, ich muss mal meinen Heiltrank nehmen. So. Wow, jetzt weg hier. So. Also es scheint doch ziemlich weit von unserem Startgebiet entfernt zu sein. Der Meteorit. Schade. Müssen wir ein Stückchen latschen natürlich. Ich hoffe mal, dass wir den Gegnern schon einigermaßen gewachsen sind und Zeit finden, Gegenstände abzubauen. Denn da kommen echt einige... Ui, pinker Slime hüpft hier wieder mal durch die Gegend. So. Mal schauen, mal schauen. Die Welt geht ja noch sehr weit nach links. Das wissen wir ja schon. Wir waren ja schon mal am Ende der Welt. Beziehungsweise am Ende der Map. Wo wir leider keine Schatztruhe gefunden hatten dann. Deswegen müssten wir... Boah, wo bin ich denn jetzt reingefallen? Ganz Mist. Deswegen müssten wir eigentlich auch irgendwann nochmal nach ganz rechts gehen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwie noch etwas Tolles finden. Ob es da vielleicht eine Truhe gibt auf dem Meeresgrund. Dafür müssen wir dann einmal die Corruption komplett durchqueren. Ist ja aber auch nicht so wirklich ein Problem, würde ich mal sagen. Aber das könnten wir dann ja irgendwann demnächst mal in Angriff nehmen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist mit dem Eater of Worlds. Jetzt haben wir den ja einmal beschworen, da ich drei von den Sphären kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht genau, ob der dann auch nochmal wiederkommt, wenn man im Prinzip wieder drei kaputt macht. Also wenn man dann insgesamt zum Beispiel sechs kaputt gemacht hat, ob er dann auch wieder erscheint. Müssten wir ein wenig vorsichtig sein wahrscheinlich, denn das war jetzt irgendwie so ein bisschen, naja, Verschwendung würde ich nicht sagen. Ich meine, wir können ja auch auf anderem Wege beschwören. Aber war ein bisschen, ja, unüberlegt, könnte man ja sagen. Dass wir den jetzt im Prinzip erweckt haben und kläglich gescheitert sind an dem. Vielleicht werde ich mir mal in der Corruption ein Haus bauen oder so, dass ich dann da immer wieder respawne.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, rüber mit uns. Ah. Jetzt gerade hat das Spiel komischerweise so komisch nachgeladen. Eieiei, ich glaube, wir sind gleich auch am Ende, oder? Ah, okay, hier ist der Meteorit gelandet. Ihr seht schon, ordentlichen Einschlag hat es hier gegeben. Und wir bauen das Ganze... Ja, ich kann das sogar abbauen mit meinen... Wow. Wir müssen echt aufpassen, weil die Viecher hier machen immensen Schaden. So, und sobald wir die abgewehrt haben, bauen wir schnell Meteorit ab. Da kommen sie wieder. Zwei Stück scheinbar kommen immer. Die halten zwar nicht viel aus, wie ihr seht, aber das Problem ist einfach, okay, jetzt kommen sogar mehrere. Mist. Ich sag mal, solange alle aus einer Richtung kommen, ist das kein Ding. Da können wir schön mit der Hacke die sogar platt machen. Dauert zwar einen Moment, aber ist nicht weiter schlimm. Und jetzt kommen sie da vorne aus der Richtung. Na, einer leider nur. Der andere kommt von unten, sehe ich gerade. Aber ich kann nebenbei immerhin Meteoriten abbauen, wenn ich mit der Hacke sie angreife. So, Stück für Stück. Nehmen wir hier eine Meteoriten mit. Können wir nachher Metroid Bars wahrscheinlich draus herstellen. Und mal schauen, was wir da so für Items herstellen können. Da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt kommt einer noch von hinten, jetzt werde ich ein Problem haben. Gehen wir einfach mal hier hin. Und dann löst unser Boomerang doch hier wieder das Problem vom Feinsten. Also, dass wir das Ding haben, dann können wir echt sehr glücklich sein. Shit, wieso kommt ihr jetzt alle auf einmal aus anderen Richtungen? So, jetzt... Da habe ich ein Problem, weil ich auch nicht auf diesem Meteoriten landen darf. Denn der Meteorit macht mir auch Schaden. So, jetzt haben wir aber wieder die Chance, ein bisschen was abzubauen hier. Stirb, genau. Jetzt drehen wir uns einfach schnell um. Bauen aber weiter fleißig ab. Also die Taktik geht recht gut auf, muss ich sagen. Wir könnten auch gleich ein Dynamit schmeißen zur Not sonst. Aber eigentlich geht es ja momentan noch so ganz gut. Jetzt muss ich gleich aufpassen. Boah, shit, shit, shit. Drei Schaden macht die Hacke auch nur an denen. Ah, die haben auch nicht viel Energie. Die haben 26 Energie, also mit ein paar Schlägen sind die dann schon platt. Jetzt werde ich mal eben versuchen, hier rüber zu springen. Genau so. Dann bauen wir hier die Meteoriten auch nochmal ab. In diesen ganzen Meteoriten wage ich mich erstmal noch nicht so wirklich rein. Shit, jetzt kommen sie wieder von beiden Seiten. Nehmen wir erstmal schnell unseren Boomerang. So, ihr seht schon, so sind die sowas von schnell platt, wenn man den Boomerang nimmt. Ah, Mist, jetzt ist da... So, Meteoriten abbauen. Jetzt kommen sie wieder aus mehreren Richtungen. Meine Güte. Na, kommt her. Einer ist noch unter uns, sehe ich gerade. Heyo, gekonnt drüber gesprungen. Und noch einer ist Geschichte. So, schnell wieder zum Meteoriten latschen. Und abbauen, abbauen, abbauen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kriege ich ein Problem gerade. Oh, joi, schnell noch einen Heiltrank genommen. Ich weiß gar nicht, ob Bomben auch abbauen können, Meteoriten. Könnten wir gleich mal... Obwohl, ich glaube, wir haben gerade gar keine mehr, oder? Ja, jetzt bin ich auf ein Stück Meteorit gelatscht. Und jetzt hat der mich auch nochmal attackiert. Das heißt, mal schnell einen Heiltrank. Ey, jetzt kommen schon fünf. Ui. Fünf ist schon eine ordentliche Hausnummer. Mich ärgert es nur, dass die jetzt immer aus unterschiedlichen Richtungen kommen. So. Da hilft die Taktik mit der Spitzhacke dann nämlich nicht mehr so wirklich weiter. Oh, Lebensenergie. Aber so ist es eben. So, jetzt haben wir schnell die Gelegenheit wieder, Meteoriten abzubauen. Die sollten wir auch ganz schnell nutzen, solange wir hier Zeit dazu haben. Jetzt kommen sie wieder aus mehreren Richtungen. Kommt schon, verschwindet. Am besten ist es echt, wenn man die erst so ein bisschen sammelt und dann alle auf einmal killt, weil dann hat man, so wie jetzt, so eine kleine Ruhepause, wo man dann in Ruhe Meteorit abernten kann. So, sehr schön. Jetzt kommen sie von vorne, alle scheinbar. Ah, ne, jetzt kommen welche von hinten wieder. Ah, wenn der jetzt noch stirbt... Ah, shit. Hat nicht mehr ganz geklappt. Heiltrank.
Aber jetzt haben wir gleich erstmal wieder einen Moment Ruhe. Ah, okay, jetzt zum Beispiel ist eine gute Gelegenheit abzubauen. Jetzt kommen sie nämlich alle von rechts. Jetzt kommt der hier von links, ist aber auch nur einer. Oh, jetzt habe ich ein Problem, dass ich da am Meteoriten dran bin, richtig. Ah, Leute, Leute, Leute. Ihr wollt es mir aber auch nicht gönnen, mal ein bisschen Meteorit abzubauen hier. So, geht doch. Wir könnten ja mal eben dieses eine Dynamit da runterwerfen. Wie schmeiße ich denn das jetzt am besten? So. Ich hau erstmal ab auf jeden Fall. Safety first. So, das war ein geiles Ding. Da haben wir ordentlich was gesprengt mit. Hatten wir noch Bomben? Muss ich gleich mal schauen. Bomben haben wir auch noch. Ich probiere einfach mal gleich, außer Bomben auch wirken gegen Meteorit. Oder ob das wie mit dem Appstone einfach zu hartes Material ist. So, wenn wir gleich den da besiegt haben, genau, dann wage ich es mal eben. Das geht auch. Sehr cool. Dann werde ich jetzt erstmal ein paar Stickies darunter feuern. Oh, ja. Genau vor meine Füße. Das bringt es auch wieder. Ey, also was Bomben angeht, habe ich auch irgendwie gar kein Gespür dafür, die zu werfen. Weiß auch nicht. Oh, aufpassen, nicht darunter fallen. Schnell einen Heiltrank. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh, erstmal hier weg und in Sicherheit bringen. Zumindest einigermaßen in Sicherheit. Oh, so. Jetzt schnell ein paar Stickies runter. Da eine hin. So, wir kommen auf jeden Fall einigermaßen gut voran. Das wären auch nicht weniger Gegner. Also ich dachte vielleicht... Ah, jetzt habe ich gleich ein Problem. Ah, jetzt sind alle über mir. Ja, was soll das denn? Oh, Heiltrank. Schnell, 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 komm, rennen, rennen, rennen. Du stirbst mir jetzt hier nicht weg. Schluckst gleich erstmal einen ordentlichen Heiltrank und dann geht das hier auch wieder vorwärts. So, geht doch. Okay. Gut, ich würde mal sagen, jetzt gerade haben wir ein Momentchen Ruhe. Ich mache an dieser Stelle erstmal einen Cut, sobald ich hier diese beiden Biester noch besiegt habe. So, jetzt wird die Musik auch wieder normal. Das heißt, ich hoffe mal, dass jetzt keine mehr spawnen. Beim nächsten Mal werden wir natürlich noch weiter ein bisschen von dem Metroid abbauen. Und ja, bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.